verherrlicht in Christus. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Mann, der eine Nahtoderfahrung gemacht hatte. Er war ein gläubiger Christ und auch ein sehr wohlhabender und talentierter Geschäftsmann. Er sagte etwas, das mich wirklich beeindruckt hat. Er sagte, er sei nur wenige Minuten vom Tod entfernt gewesen, weniger als 10 Minuten vom Tod entfernt. Dadurch hat er den Vers im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 14, wo Paulus sich nur des Kreuzes Christi rühmt, wirklich verstanden. Aber bevor wir weitermachen, Brüder, ist es unsere Aufgabe, das Wort des Herrn zu verbreiten, also hinterlasst euer Like und kommentiert, ich believe, wenn ihr glaubt, dass nur Gott die Macht hat, uns zu retten. Auf diese Weise helfen sie uns, mehr Menschen zu erreichen und sie in die Gegenwart Gottes zu bringen. Dieser hier erklärte, dass er sich in den Zeiten der Prüfung, in denen er nicht wusste, ob er leben oder sterben würde, nur an das Kreuz Christi halten konnte, Galater, Kapitel 6, Vers 14, doch es sei mir fern, mich zu rühmen, außer in dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und das gilt für jeden von uns. Wir setzen viele Prioritäten, aber wenn wir in die Ewigkeit blicken, ist das Einzige, was zählt, das Kreuz Christi. Das Einzige, was zählt, ist der Herr Jesus Christus. In der Situation dieses Mannes wurde das Geschäftstreffen, das er für die nächste Woche angesetzt hatte, unbedeutend. Es wurde zu einer Nebensache, die für ihn völlig unwichtig war. Und wir können viel von dieser Situation lernen. Die Dinge, die wir in diesem Leben priorisieren, bedeuten nichts, wenn wir die Ewigkeit vor Augen haben. Dieser Mann dachte nicht ans Geld verdienen und auch nicht an seine Lieblingsfußballmannschaft. Nein. Alles, was für ihn in diesem Moment zählte, war das Kreuz Christi. Seine Arbeit wurde unbedeutend. Das Haus, das er gekauft hatte und auf das er sehr stolz war, wurde unbedeutend. Seine 400.000 Ries wurden unbedeutend. Die Wahrheit ist, dass der Tod zu uns kommt, einer nach dem anderen. An dem Tag, an dem er kommt, werden all die Dinge, die sie über das Kreuz Christi gestellt haben, unbedeutend werden. Sie wissen das, weil ihr Gewissen es ihnen sagt. Es sagt, dass dies wahr ist, und dennoch stellen sie Gott nicht in den Vordergrund. Was geschieht, wenn wir sterben? Gibt es so etwas wie ein Fegefeuer? Schlafen wir bis zur Auferstehung? Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, steht geschrieben, und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Im Wort Gottes gibt es kein Fegefeuer. Die Bibel sagt uns, dass es nach dem Tod ein Gericht gibt. Sobald ein Mensch weiß, dass ein Gericht kommt, kann er nicht mehr derselbe sein. Wenn sie wissen, dass ihr Leben von einem heiligen und ewigen Gott überprüft werden wird, können sie nicht mehr so leben wie bisher. Wenn sie wissen, dass sogar die Worte, die sie sprechen, analysiert, untersucht und überprüft werden, können sie nicht mehr so leben wie bisher. Das Gericht wird kommen. Es kommt, und bei diesem Gericht gibt es eine Sache, die das ewige Schicksal der Menschen bestimmt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18, heißt es, denn die Predigt vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist sie eine Kraft Gottes. Wieder taucht das Wort Kreuz auf. Das Kreuz trennt die gesamte Menschheit. Zuerst erschien es im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 14, als das Einzige, dessen sich der Apostel rühmen konnte. Jetzt ist dieses Wort, das Kreuz, wieder aufgetaucht. Genau wie bei uns gibt es eine Trennungslinie zwischen denen, die untergehen, und denen, die gerettet werden. Das Kreuz Christi ist der Grund für die Vergebung unserer Sünden. Das Kreuz, Galater, Kapitel 6, Vers 14, es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, außer in dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Der Apostel Paulus beginnt mit der Aussage, Gott bewahre, was wörtlich bedeutet,
dass ich mich niemals auf etwas anderes als Christus rühmen kann. Was Paulus uns hier sagt, ist, dass wir auf Jesus schauen sollen, auf das Kreuz, auf den Urheber und Vollender unseres Glaubens. Leider gibt es viele Dinge, von denen diese Welt will, dass man auf sie schaut, nur nicht auf das Kreuz. Diese Welt will, dass du auf dich selbst und deine Güte schaust. Ich möchte mich auf diese beiden Dinge konzentrieren. Erstens will die Welt, dass du auf dich selbst und deine Güte schaust. Die Welt, in der wir leben, will, dass du damit preist, was für ein guter Mensch du bist. Ich bin ein guter Mensch. Ich bezahle meine Rechnungen, ich unterstütze meine Gemeinde, ich kümmere mich um meine Familie, ich halte mich an das Gesetz, ich bin nett, ich bin freundlich und ich bin liebevoll. Ich bin ein sehr guter Mensch. So sehen sich die meisten Menschen in der Welt und die Ungläubigen selbst, als gute Menschen. Sie sehen sich nicht als Sünder, die in die Hölle kommen. Sie sehen nur diejenigen als Sünder an, die schwere Verbrechen begangen haben, wie Mord oder Diebstahl. Sünder zu sein bedeutet für sie, ein Verbrecher zu sein. Das ist der Grund, warum viele Ungläubige Probleme mit der Botschaft des Evangeliums haben, denn die Botschaft des Evangeliums zeigt mit dem Finger auf dich, auf mich und sagt jedem von uns, dass wir alle Sünder sind. Nicht nur Kriminelle sind Sünder, nicht nur diejenigen, die abscheuliche Verbrechen begangen haben, sind Sünder. Jeder einzelne von uns ist ein Sünder, der einen heiligen Gott beleidigt hat. Die Wahrheit ist, dass die Menschen das nicht gerne über sich selbst hören. Ich bin kein Sünder, ich bin ein guter Mensch. Das ist der Grund, warum die Botschaft des Evangeliums die Menschen beleidigt, denn die Botschaft des Evangeliums ist direkt und unverblümt. Sie sagt uns direkt, dass wir Sünder sind. Doch diese Welt will, dass man sich selbst und seine eigene Güte betrachtet. Und viele glauben der Lüge des Teufels, sie brauchten die Botschaft vom Kreuz nicht. Deshalb ist die Botschaft vom Kreuz für sie eine Torheit. Die Menschen schauen auf ihre eigene Gerechtigkeit, und leider gibt es Gläubige, die am Tag des Gerichts überrascht sein werden, weil sie sich auf sich selbst konzentrieren und sich rühmen und nicht auf die Botschaft vom Kreuz. Sie halten sich in ihren eigenen Augen für so heilig, dass sie glauben, sie hätten es verdient, in den Himmel zu kommen. Sie sind in ihren eigenen Augen so heilig, dass der Himmel ohne sie nicht der Himmel wäre. Sie sind in ihren eigenen Augen so heilig, dass sie anfangen, vor Gott damit zu prahlen, wie gut sie im Religiösen sind. Sie sind keine Nachfolger Christi, sondern Anhänger der Religion. Sie sind keine Kinder Gottes, sondern Kinder der Religion. Lassen Sie mich das noch einmal sagen, sie sind so heilig in ihren eigenen Augen, dass sie anfangen, sich vor Gott zu rühmen, wie gut sie sind. Erinnert Sie das nicht an das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner in Lukas, Kapitel 18, Verse 9 bis 14? Und Jesus erzählte dieses Gleichnis einigen, die sich selbst für gerecht hielten und andere verachteten. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zöllner. Der Pharisäer stand auf und betete zu sich selbst, Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie diese anderen Menschen bin, Wucherer, Ungerechte, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich besitze. Der Zöllner aber stand von ferne und hob nicht einmal seine Augen zum Himmel auf, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus sagte, ich sage euch, dieser ist gerechtfertigt in sein Haus hinabgegangen und nicht jener, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Siehst du, was passiert ist? Derjenige, der sich selbst erhöht hat, hatte die Dreistigkeit, sich vor Gott zu rühmen. Aber beachten Sie, was Paulus sagte, das Einzige, dessen ich mich rühmen kann, ist Christus. Doch dieser Pharisäer mit all seinem Stolz und seiner Wichtigkeit belehrte Gott darüber, wie gut er sei. Ich bin nicht wie andere Menschen, Wucherer, Ungerechte, Ehebrecher, nicht einmal wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem,
was ich besitze. Können Sie sich vorstellen, wie Sie in die Gegenwart des Herrn kommen und sich rühmen, wie gut Sie sind? Erinnern Sie sich an das Jahr, in dem König Usia starb? Jesaja, hoch und erhaben, das erste, was der Prophet des Herrn sagte, nachdem er den Herrn gesehen hatte, war, ach, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Jesaja sah seine eigene Sündhaftigkeit, aber dieser Pharisäer fuhr fort, sich selbst zu rühmen. Erinnern Sie sich, was ich vorhin gesagt habe? Leider gibt es viele Dinge, von denen diese Welt will, dass wir sie sehen, nur nicht das Kreuz. Erstens will diese Welt, dass du auf dich selbst und deine Güte schaust. Zweitens will die Religion, dass du auf deine Rechtschaffenheit schaust. Aber der Prophet sagt uns hier, dass Gott uns verboten hat, uns mit irgendetwas anderem zu rühmen, ich aber rühme mich nicht außer mit dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt, Galater, Kapitel 6, Vers 14. In den Briefen an die Galater wird Jesus Christus mehr als 40 Mal erwähnt, was bedeutet, dass etwa ein Drittel der Verse einen Hinweis auf ihn enthält. Das ist es, worum es im christlichen Leben geht. Der Apostel Paulus offenbart die Person von Jesus Christus. Er war von Christus fasziniert, und er war es, der das Kreuz für ihn glorreich machte. Wer Christus ist und was er für uns getan hat, machte das Kreuz für Paulus glorreich. Wer ist Christus und was hat er für uns getan? Christus ist der eingeborene Sohn Gottes, und was er getan hat, war, ein vollkommenes Leben zu führen und zum Sühneopfer für unsere Sünden zu werden. Er starb den Tod aller Tode für unsere Sünden. Nehmen Sie sich heute vor, nicht wie die Welt zu sein und mit ihrer eigenen Güte zu prahlen. Nehmen Sie sich heute vor, kein religiöser Mensch zu sein und sich ihrer eigenen Gerechtigkeit zu rühmen. Sondern verpflichten Sie sich heute, ein Kind Gottes zu sein, das sich des Kreuzes Christi rühmt. Um auf den Mann zurückzukommen, von dem ich in der Predigt sprach, als der Tod an seine Tür klopfte und er nur noch wenige Minuten vom Gericht entfernt war, war alles, woran er sich festhalten konnte, Jesus Christus. Und das ist die Botschaft, um die es mir geht, es ist eine demütigende Botschaft, eine ernste Botschaft. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es, und da es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist eine Verpflichtung, die alle Männer und Frauen einhalten müssen. Gott ist derjenige, der den Termin festlegt. Sie und ich wissen nicht, wann Ihre Verabredung oder meine Verabredung sein wird, aber eines ist sicher, die Verabredung wird kommen. Gott hat für jeden Mann und jede Frau, für jeden Jungen und jedes Mädchen eine Verabredung getroffen, und diese Verabredung heißt Tod. Wenn diese Verabredung kommt, was wird dann wirklich wichtig sein? Welchen Wert hat der Mensch für sich selbst? Womit prahlen Sie? Prahlst du damit, wie gut und wunderbar dein Leben auf der Erde ist? Rühmen Sie sich damit, wie gut und heilig Sie sind? Prahlen Sie mit Ihren materiellen Besitztümern? Die kalte, harte Wahrheit, die Sie auf den meisten Kanzeln in unserem Land nicht hören werden, ist, dass das Einzige, was für Sie zählt und zählen wird, wenn Sie in die Ewigkeit eingehen, das Kreuz Christi ist. Halten Sie sich an Jesus fest, so wie er sich an Ihnen festhält. Alles, was in diesen Minuten vor dem Eintritt in die Ewigkeit zählt, ist der Name Jesus, der süße Name Jesus. Er ist der einzige Weg zum Vater. Er ist der einzige Weg in das Reich Gottes. Er ist der einzige. Gott segne Sie. Gott segne euch. Amen. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, vergessen Sie nicht, es zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen und es mit jemandem zu teilen. Wir haben den Auftrag, das Wort des Herrn in die ganze Welt zu tragen und so eine wahre Armee zu bilden, die den göttlichen Heiligen Geist verteidigt. Kann ich auf dich zählen? Herzlichen Dank dafür.
Möge Gott ihr Leben segnen und bis zum nächsten Mal.